Bernhard Barsch, ein älterer Herr, der allein lebte, hatte zwei Söhne. John, der Ältere, war ein reicher Mann ohne moralische Grundsätze. Und Matthew war ein armer Mann ohne Stolz. Eines Tages erhielten beide die Nachricht, dass ihr Vater unerwartet verstorben war, verbunden mit einer Einladung zum Landhaus des Herings zu kommen, dem trostlosen Ort ihrer Geburt. Kurz vor Mitternacht, als sie gerade dabei waren, auf das Wohl ihres verstorbenen Vaters zu trinken, erschien ein Geist. Wie viele Geister vor ihm, so wollte auch Bernhard Barsch unbedingt seine Geschichte erzählen. Seit frühester Kindheit war er ein Waisenkind und hatte daher ständig den Drang, sich aus dem Staub zu machen. Ohne eine Münze in der Tasche nahm er den Weg an die Küste und wurde Schiffsjunge an Bord der salzigen Sardine. Am ersten Tag der Reise wurde das Schiff von wilden Piraten angegriffen, angeführt von dem berüchtigten Lars Lachs. Der Pirat hatte aber Mitleid mit dem Jungen und wollte ihn verschonen, wenn er den Schwur der Freibeuter leistete und sich ihnen anschloss. Und in der Tat, Lachs und seine Bande begingen alle möglichen Misstaten. Nach einigen erfolgreichen Plünderungen erlitten Lars Lachs und die Mannschaft Schiffbruch auf einer einsamen Insel. Sie war voll von Schlangen und so nannten sie sie Schlangeninsel. An diesem Ort versteckten die Piraten ihren riesigen Schatz. Nach monatelangem Warten auf diesem unseligen Fleckchen Erde waren die meisten Piraten gestorben. Als endlich doch ein Schiff am Horizont erschien, waren nur 5 von ihnen am Leben. Und der berühmt-berüchtigte Lars Lachs war nicht mehr unter ihnen. Aber jeder von ihnen behielt eine Münze zur Erinnerung an das gemeinsame Abenteuer. Und sie sahen sich niemals wieder. Dennoch währte der mächtige Schwur ewig, eines Tages zur Schlangeninsel zurückzukehren. Wer immer alle 5 Münzen zusammenbringen konnte, der fand den Weg zum größten Piratenschatz, den es je gab. Diese bescheidene Münze war alles, was Bernhard seinen Söhnen vererbte. Wenn sie es je schaffen sollten, die anderen 4 Münzen zu finden, dann könnten sie ihr wahres Schicksal erfüllen. Und als sie wieder allein waren, stritten die beiden Brüder wie zuvor. Jeder fand sich besser als der andere und sie zankten sich ständig darüber, wer das Kommando übernehmen sollte. Nachdem sie das Haus überall durchsucht hatten, fand John den Brief eines alten Seemanns. Ohne jedwede Gewissensbisse nahm er ihn an sich, suchte das weiter und überließ seinen Bruder der Gesellschaft des Geistes. Als er an der Küste ankam, fand John die Herberge, wo der alte Pirat Felix Flunder seine letzten Tage verbrachte. Der Stalljunge bestätigte seinen Tod und erinnerte sich daran, dass der alte Pirat stets eine wertlose Münze bei sich hatte. Am Tag der Beerdigung von Felix Flunder gab ihm der Priester diese Münze mit in sein Grab. Als es Nacht wurde, tat John, der nur an das viele Gold dachte, das Undenkbare. Er plünderte das Grab und beraubte einen toten Mann. Währenddessen fand Matthew ein altes Piratenbuch und machte sich ebenfalls auf in Richtung Küste, um die schwarze Makrele des berühmten Piratenkapitäns Alexander Aal zu finden. Als sich die Nachricht von Johns Grabplünderung verbreitete und schließlich auch an die großen Ohren von Admiral Gründling gelangte, merkte dieser auf. Ein feiner Herr, der auf der Suche nach einer alten Münze war, das klang interessant. Im alten Hafen lag die schwarze Makrele am Kai. Alexander Aal machte gerade seine heiße Schokoladepause, als ihm sein zweiter Offizier darüber informierte, dass ein verdächtiger Strolch ständig um das Schiff herumschlich. Matthew stellte sich und seinen grandiosen Plan vor, gemeinsam zur Schlangeninsel zu fahren, um den Schatz zu finden. Natürlich brauchte er dazu ein Schiff, eine Crew und etwas zu trinken. Aber Alexander Aal lachte ihn nur aus. Es gab keine Schlangeninsel und es gab keinen Schatz. Es war alles nur eine Legende. Wenn dem so sei, dann könne er, Aal, ihm ja seine Münze geben, meinte Matthew schlau. Als Aal immer noch lachte, richtete Matthew seine Pistole auf ihn. Schließlich gab Aal klein bei und gab Matthew seine Münze.
In Wirklichkeit aber war Alexander Aal ein verräterischer Betrüger, wie Matthew es später noch erfahren sollte. Ein anderer Verräter war Captain Gründling, der eine junge Frau gefangen hielt. Ihm war egal, dass sie nur wegen einer Belanglosigkeit im Gefängnis saß. Er interessierte sich vielmehr für die Münze, die sie um ihren Hals trug, und versuchte, sie ihr zu entreißen. Aber sie wehrte sich und zog ihren Degen, um sich zu verteidigen. Nach einigen schneidigen Degenfechten gelang es ihr zu entkommen. Spät in der Nacht grübelte Matthew in der Hafenkneipe darüber, ob es wirklich eine gute Idee gewesen war, einen grausamen Piraten bestohlen zu haben. Als es ans Bezahlen ging, hatte Matthew nur seine alte Münze. Der Wirt war darüber wenig erfreut. Zufällig trat eine junge Frau herein und bot an, seine Schulden zu begleichen. Sie stellte sich als Kate vor und betrachtete neugierig die seltsame Münze. Dann geschah auf einmal etwas Magisches. Eine Art Geistesverwandtschaft vielleicht? Hocherfreut erzählte Matthew ihr von seinem Vorhaben, die Schlangeninsel zu finden. Kate bot ihm an zu helfen. Aber um alle Münzen zu vereinen, mussten sie John suchen. So gingen sie fort, um ihn zu finden. Nun, es ist wirklich so, dass Menschen, die einander suchen, sich auch finden. John war ganz aufgeregt zu hören, dass sein Bruder genauso viele Münzen hatte wie er. Aber er fand den Gedanken unsäglich, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Selbst als Kate ihm erzählte, dass sie die Tochter einer der 5 Überlebenden der Schlangeninsel sei, wollte er das nicht hören und lieber kämpfen. Aber dann kam das Gesetz dazwischen. Admiral Gründling hatte 3 Haftbefehle bei sich. Kate wegen Schwarzhandels von Forellen, John war wegen Grabschändung und Matthew, weil er schlampig rasiert war. Alle 3 wurden ins Gefängnis geworfen und trafen dort auf einen alten Gefangenen namens Karpfen. Karpfen plapperte unablässig von der Schlangeninsel, seiner wertvollen Münze und der Schatzkarte, die ihm Admiral Gründling gestohlen hatte. Alle spürten sofort, dass sie der Lösung nahe waren. Sie beschlossen von nun an, Piraten zu werden und wollten ausbrechen. Zum Glück wusste Karpfen, wo die Wachen den Sprengstoff verstecken. Sie flüchteten mit ihren Münzen und der Karte. Nichts konnte sie mehr aufhalten. Aber sie hatten nicht mit Kapitän Aal und seinen Männern gerechnet, die ihnen auf den Fersen waren. Sie fassten die 3 und sperrten sie unter Deck ein. In seiner Kapitänskajüte legte Alexander Aal die 5 Münzen auf die Karte. Nach all den vielen Jahren. Endlich hatte er den Schatz gefunden. Nach vielen Tagen des Segelns erreichte die schwarze Makrele die Schlangeninsel und ging vor Anker. Captain Alexander Aal, wie so viele seiner Art, hatten seine Gefangenen erstmal eine halbe Weltreise machen lassen, bevor er sie den Haien zum Fraß vorwerfen wollte. Kate sollte den Haien als Vorspeise dienen, als plötzlich die Rotröcke von Admiral Gründling am Horizont auftauchten. Die Piraten mussten kämpfen. Die Gefangenen werden ihnen helfen oder sterben. Alle 3 waren dabei. Sie waren nun echte Piraten. Es war ihr Schicksal. Admiral Gründlings Plan war brillant. Nachdem er die Geschichte von Captain Lars Lachs gehört hatte, konnte er mit einem Schlag die Piraten zur Strecke bringen und an den Schatz kommen.
einem Kampf ergatterte Matthew die 5 Münzen und die Schatzkarte. Währenddessen ließen Kate und John ein Beiboot herunter ins Meer. Ohne dass es jemand bemerkte, entkamen sie und landeten auf der Schlangeninsel. Als sie sich durch den dichten Dschungel geschlagen hatten, gelangten sie zu einem Aussichtspunkt, auf dem eine alte Kanone stand. Versehentlich löste sich ein Schuss aus der Kanone und traf, zum Glück oder auch nicht, die schwarze Makrele, die umgehend zu sinken begann. Nachdem sie immer weiter durch den Dschungel drangen, nur knapp am tödlichen Treibsand und gefährlichen Fallen entkamen, fanden sie den Tempel der Ureinwohner, wo Captain Lars Luck seinen Schatz verborgen hatte. Unglücklicherweise tauchten Admiral Gründling und seine Männer auf. Sie hatten zuvor die Piraten besiegt und waren nun Herr der Lage. Plötzlich blitzte es mehrmals und die verschlüsselten Symbole gaben ihr Geheimnis preis. Matthew schloss die Augen und John war nur schwindelig im Kopf. Einzig Kate bewahrte einen kühlen Kopf und erinnerte sich an die Kombination. Als sich die schwere Steintür öffnete, gab es innen keinen Schatz. Alle standen unter Schock. John realisierte, dass sein Vater schon vor langer Zeit den Schatz gefunden hatte und dass er nun seine beiden Söhne miteinander versöhnen wollte. Voller Wut wegen dieses Rückschlags befahl Admiral Gründling, alle drei in der Höhle einzusperren. Sie hatten es verdient, in einem solchen Piratengefängnis zu schmoren. Als sie schon fast alle Hoffnung aufgegeben hatten, geschah plötzlich etwas Merkwürdiges mit unseren Helden. Der Boden begann zu schwanken. Sie fassten einander an die Hände und wurden von einer dunklen Höhle in ein altes Haus transportiert. Bernhard Barsch, immer noch ein Geist, dankte ihnen, dass sie ihn vom Fluch des Lars Lachs erlöst hatten. Er würde nun in Frieden in den Himmel aufsteigen. Nun dachten unsere drei, dass sie endlich reich waren. Aber genau in dem Moment, als sie den Goldschatz anfassen wollten, verschwand der Schatz wieder unter ihren Händen. Ohne von dem Fluch zu wissen, erfuhr Admiral Gründling, dass auch sein Schiff gesunken war. Er und seine Männer waren nun Schiffbrüchige. In dem Moment tauchten von überall her die Schlangen auf. Zurück in dem alten Haus stießen unsere drei Piraten auf das sagenhafte Abenteuer an, das sie gemeinsam erlebt hatten. Sollten sie die Suche nach dem verschwundenen Gold aufgeben? Würden sie es je schaffen, es zu berühren? War das der Fluch von Lars Lachs? Schließlich dachten sie, dass es Wichtigeres gibt als Gold, denn Freundschaft ist der wahre Schatz.